Möchte zu einem Punkt P einen Spiegelpunkt P' bezüglich der Geraden G finden. Das ist viel Arbeit und ich brauche als ersten Schritt den Lotfußpunkt. Also ich muss hier so einen Gerade finden und muss dann hier diesen Lotfußpunkt F finden. Hier ist der rechte Winkel und wenn ich den habe, kann ich mich von dem Nullpunkt zu meinem Punkt P' hin vorarbeiten. Ich beginne ja, ich möchte den Punkt, diesen zweiten, das Ziel schon mal so ein bisschen erläutern. Ich beginne bei 0, 0, 0, das ist mein Ursprung und dann laufe ich von 0, 0, 0 nach P und diesen, das ist ja der Vektor PF, wenn ich zwei Punkte habe, PF, Spitze minus Fuß, diesen Vektor kann ich zweimal laufen. Also ich kriege meinen P', den Ortsvektor von P', das ist Ortsvektor von P plus zweimal der Vektor PF. Und fertig, ja. Oder ich kann auch P', ich könnte auch gleich nach F laufen und dann diesen Vektor, den kann ich ja, dieser PF, den kann ich ja da unten nochmal so PF nochmal so hinbauen. Also P' ist der zum nach F laufen und dann nur einmal diesen PF laufen. Ja? Und wenn ich das. Und wenn ich mal also meinen Vektor F habe, dann ist es einfach, aber einen Haufen Arbeit erst einmal den zu finden und das mache ich jetzt in Ruhe. Hier nochmal alles sauber machen. Erst Lotfußpunkt finden. Manchmal gibt es auch Aufgaben, wo nur der Lotfußpunkt gefragt ist. Aber wenn ich den Lotfußpunkt habe, könnte ich auch den Abstand berechnen. Ja? Also wenn ich hier so einen Lotfußpunkt F habe, der Betrag von PF ist ja auch diese Distanz, dieser Abstand zwischen P und der Geraden. Gut, aber wie macht man das? Den Lotfußpunkt, da baue ich mir eine Hilfsebene. Immer gleich. Gerade, Punkt, Lotfußpunkt finden, Hilfsebene bauen. Das ist hier ein E, eine Hilfsebene. Die Ebene E gebe ich in normalen Form an, also E Doppelpunkt normalen Vektor Skalar x minus irgendein Aufpunkt ist gleich 0. Und ich nehme nicht irgendein Aufpunkt, weil die Ebene soll durch P laufen und senkrecht zu G sein. Das ist so, dass wie ich die gerne hätte. Und deswegen nehme ich als Aufpunkt jetzt hier x1, x2, x3 mein, nehmen wir es nochmal so ein bisschen langsam, damit es nicht so schnell wird, mein P. Also minus P. So. Gut, das da. Ist 0. Und den normalen Vektor nehme ich nicht irgendeinen Vektor, sondern den habe ich ja hier gegeben. Da muss ich nur abschreiben. Die Gerade G, die hat ja irgendeinen Aufpunkt und ein U-Vektor und dieses U-Vektor, den setze ich jetzt für meine Ebene E ein und dann habe ich meine Hilfsebene. Jetzt schreibe ich die einfach mal ab. Also das hier ist jetzt nicht mein Thema. Also E Doppelpunkt. 1, 0, minus 1. 1, 0, minus 1 ist der normalen Vektor. x1, x2, x3, das kenne ich nicht. Und hier den 1, 2, 3. 1, 2, 3 ist gleich 0. Hilfsebene, lila Ebene, die da. Ja, so. Und diese Ebene, die werde ich jetzt schöner schreiben und dann werde ich versuchen, diese Ebene mit der geraden G zu schneiden. Also schöner schreiben heißt jetzt E mit Schwarz. So. E Doppelpunkt. Ich habe hier einmal x1 minus 1. Also einmal x1 minus 1 plus. Jetzt kommt 0 mal, ich schreibe es hin, obwohl es ja 0 ist. 0 mal x2 minus 2 plus. Jetzt das letzte minus 1 mal das Ding da. Minus 1 mal x3 minus 3 ist 0. Das ist eine Ebene in einer Zeile, Koordinatenform. Also x1 minus 1, 0 fällt weg, minus x3 plus 3 ist 0. Und da kann ich jetzt noch die 1er und den 3er zusammenschmeißen und habe eine wunderschöne Ebene. E Doppelpunkt, x1 minus x3 plus 2 ist 0. Und die Gerade, die ist ein bisschen verloren gegangen, die schreibe ich nochmal hin. X ist, es war 2 minus 1. 2 minus 1 minus 2 plus Lambda mal 1, 0 minus 1, 1, 0 minus 1. Und diese Gerade und diese Ebene will ich schneiden. Und ich denke mir, dieses x als x1, x2, x3. Und dann habe ich hier so ein x1, das ich da einsetzen kann. Also bei der Gerade habe ich jetzt x1 ist 2 plus Lambda. Das ist die erste Zeile. Die zweite Zeile, die brauche ich nicht, aber ich schreibe sie trotzdem hin. x2 ist minus 1
plus 0 mal Lambda. Und so, jetzt habe ich hier nochmal x3, das war das letzte, ist minus 2 minus Lambda. Gut, und jetzt die Zeile einfach da rüber in die Ebene hineinsetzen und weitermachen. Also, eingesetzt. Da habe ich jetzt, Klammer auf, 2 plus Lambda minus, jetzt kommt x3, minus 2 minus Lambda plus 2 gleich 0. Also habe ich 2 plus Lambda plus 2 plus Lambda plus 2 gleich 0. 2 Lambda, das gibt 6 und rüber ist minus 6 Lambda gleich minus 3. Ein wunderschönes Ergebnis. Ich suchte ja einen Punkt und dazu einen Lotfußpunkt. Dieses Lambda muss hinein bei der Gerade. Und ich mache mir jetzt einfach hier eine weiße Fläche. So. Und male das nochmal sauber hin. Also, Gerade, Doppelpunkt. Die Gerade war ja x1, x2, x3 ist gleich 2 minus 1, 2 minus 1 minus 2 plus, und mein Lambda ist minus 3. Minus 3, so. Und jetzt kommt 1, 0, minus 1. 1, 0, minus 1. Ja, und das ist jetzt hier so die erste Zeile, so rechnen. Und das ist mein f. Also f ist gleich, erste Zeile. 2 minus 3 ist minus 1. Zweite Zeile, das hier so, minus 1. Also minus 1 plus 0 mal irgendwas ist minus 1. Nächste Zeile, das hier. Minus 2 plus 3 ist 1. Ah, ich habe meinen Lotfußpunkt. Das ist der Ortsvektor des Lotfußpunktes und das ist so hintereinander ist es mein Lotfußpunkt. Und wenn ich diesen Lotfußpunkt habe, kann ich ja wieder zurückgehen und kann meinen P' finden. Also jetzt könnte ich auch diesen Abstand eben berechnen mit FP und so weiter. Also der Lotfußpunkt liegt in der Ebene und so. Aber jetzt freue ich mich erstmal über meinen Lotfußpunkt. Gehe wieder hoch, damit ich alles sehe. Mache hier wieder mal so ein bisschen Platz. So, da bin ich jetzt. Also mein schöner Lotfußpunkt war F minus 1 minus 1, 1. Das ist hier, das ist mein Lotfußpunkt. Ich gehe für dieses P' gehe ich jetzt, also P' ist P plus 2 mal der PF. Ja. Und los geht's. Also, P' ist P war ja 1, 2, 3. 1, 2, 3 plus 2 mal Spitz minus Fuß. Minus 1, minus 1, 1, minus, minus, minus. Der Fuß war 1, 2, 3. Und ja, jetzt einfach nur schauen, dass man sich nicht zu sehr verrechnet. P' ist gleich erste Zeile. Das hier mit dem Zweier. Was habe ich jetzt hier? Minus 2 mal 2 ist minus 4. Dann bekomme ich auf minus 3. Nächste Zeile ist die hier. Minus 3 minus 6 und 2 ist minus 4. Und die nächste ist dann minus 1. Und P', das ist der Vektor mit Vektorpfeil. Und P ist dann minus 3 minus 4 minus 1. So, das hier noch wegradieren, gehört nicht dazu. Und jetzt habe ich meinen Spiegelpunkt P', nicht vergessen, hier ein Strich. Also ich habe hier meinen Spiegelpunkt, Ortsvektor des Spiegelpunkts und dazwischen hatte ich den Lotfußpunkt. Genau.